Auf geht's. Der SC Edermünde von links nach rechts, ganz in Blau. Und KSV Hessen-Kassel in Weiß von rechts nach links. Beide kennen sich natürlich aus der Liga. Spielen da eine sehr gute Performance bis dato. Lukex Kiki. Onkel, guter Ball von Onkel. Und Paul muss dahin und den holen in der Liga. Das zeigt auch eben die offensive Qualität, die sie haben. Inactive Fight jetzt für den KSV Hessen-Kassel im 16er. Inactive Fight. Jan ist dazwischen. Das ist keine Abseitsposition von Onkel. Bringt er den noch rüber? Versuch war da, Brandon war da. Wie eigentlich alle, also sowohl der SC Edermünde als auch die Jungs vom KSV Hessen-Kassel. Und Lukex Kiki, da hat er wahrscheinlich eine andere Idee gehabt. Umsetzung mangelhaft. Ziemlich sicher wollte er den runterspielen. Darian Mühli. Jetzt im 16er schon nochmal auf Berti. Jetzt ist die Möglichkeit da. Brandon! Riesenchance für Brandon. Und dem SC Edermünde. In dieser 37. Minute. Den kann man vielleicht auch mal machen. Onkel. Ribery macht das gut. Ribery bringt den scharf rein. Möglichkeit ist da für Daniel. Aus dem Rückraum kommt er da angerauscht. Und der ist schwer zu nehmen. Und rauscht übers Tor. Und dann haben wir Halbzeit. Inactive Fight. Ja, mit Glück kommt er dann nochmal durch zu Inactive Fight. Für den KSV ist Kassel. Ribery abgelegt. Und Jan ist dazwischen. Eine Riesenmöglichkeit für den KSV hier früh in diesem zweiten Durchgang. Aber Jannis ist da und steht in diesem Moment genau richtig zu erobern. Kalino, Doria Mühli, Daniel nimmt ihm den Ball ab. Und so geht es halt jetzt 64 Minuten. Ribery. Lukex Kiki, gut durchgesteckt auf Ribery, jetzt gibt es vielleicht eine Großchance, gebe nochmal die Mitte, Andinho zur Ecke. Inactive Fight, jetzt ist eine Chance da für Ribery, nochmal Inactive Fight und der Treffer für die KSV Hessen, Kassel 1-0. Gutes Doppelpassspiel und dann war die Lücke da beim SC Edermünde. Brandon, guter Pass auf The Real Mühli. Und jetzt ist die Lücke da für Chris. Sucht er vielleicht den Abschluss? Ja, macht er, aber eine Riesentat von Visionär. Eine Riesentat vom Schlussmann. Brandon mit. Nochmal der Ball auf Chris, dann zentral. Berti verlagert nochmal zentral. Andinho, gut gespielt, Möglichkeit. Und Ferminator antizipiert die Situation wieder richtig. The Real Mühli, The Real Mühli, Heini dazwischen. Und die Bälle gehen natürlich nur noch hinten raus jetzt auf Lukex Kiki, ein bisschen mit Glück, der zieht doch mal an, Lukex Kiki mit der Chance und dem 2-0 Deckel drauf. Für die KSV Hessen-Kassel, ein astreiner Konter und da zieht er noch mal richtig an. Die Verteidiger kommen nicht nach und der KSV Hessen-Kassel packt den Deckel drauf. Schüchen an, Schleifchen anziehen und ab dafür. Kriegt der KSV nochmal eine Chance. Lukex Kiki, der hat noch so viel im Köcher. Lukex Kiki! Aber Marco verhindert das Dritte. Und das war's.